Herrn, ich möchte mit euch sprechen über das Thema, der Wille Gottes ist es zu heilen. Ich beginne mit einer bekannten Bibelstelle aus Jesaja 53, Verse 3 bis 5. Er war verachtet und von den Menschen abgelehnt. Ein Mann, der Schmerzen und mit Trauer vertraut. Und was uns anbetraf, haben wir unser Gesicht ihm abgewendet. Er war verachtet und wir haben ihn für nichts geachtet. Gewiss, er hat unsere Schmerzen getragen und unsere Leiden auf sich geladen. Doch wir hielten ihn für geschlagen, von Gott gestraft und beladen. Aber er wurde verwundet wegen unserer Übertretungen. Er wurde zerschlagen wegen unserer Ungerechtigkeiten. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und in seinen Striemen ist uns Heilung geworden. Wir möchten uns anschauen folgende Dinge, nämlich, dass Heilung nicht von Gott kommt, dass Jesus am Kreuz für unsere vollständige Heilung bezahlt hat und dass wir ganz gewiss sein können, dass es Gottes Wille für uns ist, geheilt zu werden. Ja, es gibt viele Fragen, die Menschen stellen. Zum Beispiel, ist es überhaupt Gottes Wille zu heilen? Will er nur manche heilen oder will er jeden heilen? Ist es möglich, dass sogar manche Krankheiten durch den Willen Gottes kommen? Ja, ich könnte viel dazu sagen, aber man muss jetzt nicht viele Erklärungen abgeben. Wollen wir einfach mal den gesunden Menschenverstand anwenden? Nehmen wir mal an, jemand sagt, ich glaube, es ist Gottes Wille, dass ich krank bin. Zum Beispiel sagen sie, Gott will meinen Glauben prüfen oder er möchte mich demütiger dadurch machen. Wenn das so wäre, wäre es doch nur stimmig, nicht zum Arzt zu gehen. Weil wenn man zum Arzt geht und möglichst schnell wieder gesund wird, würde man Gottes Plan und Absicht unterlaufen. Also nach dieser Logik sollte man nicht zum Arzt gehen, keine Medikamente einnehmen, denn es ist nicht logisch, wenn man denkt, die Krankheit kommt vom Herrn, dass man sie so schnell wie möglich loswerden möchte. Ich glaube, der gesunde Menschenverstand zeigt uns das auf. Gott möchte heilen. Wir können das in der ganzen Bibel sehen, dass es immer der Wille Gottes war, sein Volk zu heilen. Zum Beispiel Jeremia 33, Vers 6. Siehe, ich bringe euch Heilung und Gesundheit. Ich werde sie heilen und ihnen das Übermaß von Frieden und Wahrheit offenbaren. 2. Mose 23, 25. So werdet ihr dem Herrn, eurem Gott, dienen und er wird euer Brot und euer Wasser segnen, also das, mit Wasser sich ernähren. Und ich werde Krankheit von ihrer Mitte nehmen oder von eurer Mitte nehmen. Also im 2. Mose hat Gott das gesagt und mit Matthäus 8, Vers 16, als der Abend gekommen war, brachten sie zu ihm viele, die von bösen Geistern besessen waren und er trieb die Geister aus mit seinem Wort und heilte alle, die krank waren. Interessant ist, hier heißt es nicht, er heilte viele oder er heilte einige oder er heilte die, die besonders geistlich waren. Nein, er heilte alle, die krank waren. Amen. Weißt du kannst nichts beanspruchen, wovon du nicht weißt, es dir zusteht. Du wirst vermessen handeln. Und in vielen Fällen, in denen Menschen ihre Heilung nicht ergreifen, ist das grundlegende Problem, dass sie den Willen Gottes darüber nicht wissen, nicht kennen. Wir wissen nicht, wo die Krankheit herkommt und wir haben dann auch keine Gewissheit, dass Gott uns heilen will. Das erste Mal zum Ursprung der Krankheit, was wir wissen dürfen und müssen, ist, dass Krankheit ein Fluch ist. Ein Fluch. Und es kam als Fluch auf die Menschheit, als der erste Mensch Adam entschieden hat, aus der Regierung, wo er Gott unterstellt war, auszuscheren und unabhängig zu werden. In dem Moment hat es sich einem anderen Herrscher unterstellt, nämlich Satan. Weil tatsächlich ist es so, Bob Dylan hat mal dieses Lied gesungen, jeder muss einem dienen. Es kann der Herr sein oder der Teufel, aber jeder muss einem dienen. Wenn du Gott nicht dienen willst, dienst du automatisch dem Teufel. Und du wirst nur frei, dem Teufel zu dienen, wenn du dem Herrn dienen willst.
Also die Unabhängigkeit, niemandem zu dienen, die gibt es gar nicht. Das sollten wir und müssen wir wissen. Und als Adam vom Herrn rausging, ging er automatisch per Ausschlussverfahren unter die Herrschaft Satans. Und deswegen kam der Fluch. Und der Fluch hat sich übertragen auf die gesamte menschliche Rasse von Generation zu Generation. Und zwar war es ein dreifacher Fluch. Der Fluch von Sünde, Armut und Krankheit. Die Sünde von Adam hat den Fluch der Krankheit losgelöst. Weißt du, was Krankheit eigentlich ist? Krankheit ist eine Perversion von Dämonen, von Gottes perfekter Schöpfung. Von Gottes harmonischer Ursprungsordnung ist Krankheit eine dämonische Perversion. Es ist ja auch so, dass Krebs eigentlich ein fehlgeleitetes Zellwachstum ist. Das Wort sagte uns aber, dass Christus uns von dem Fluch des Gesetzes erlöst hat, indem er selbst ein Fluch geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, oder am Baum hängt. Ja, jedenfalls Galater 3,13 sagt uns das. Der Fluch des Gesetzes war Krankheit. Also das ist nicht irgendwie an den Haaren herbeigezogen, sondern der Fluch des Gesetzes war Krankheit. Der Segen des Gesetzes war Gesundheit. Wenn wir befreit sind durch Christus vom Fluch des Gesetzes, sind wir unter dem Segen. Sind wir nicht unter dem Fluch, nicht mehr unter Krankheit. Ich glaube, das sollte uns allen klar sein. Satans Plan ist es, zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Und zwar die gesamte menschliche Rasse. Aus diesem Grund, wann immer ein Mensch geheilt wird, wird ein Werk des Teufels zerstört. So müssen wir es sehen. Heilung ist nicht bloß ein Akt des Erbarmens oder des Mitgefühls mit Leidenden oder ein Akt der Liebe. Heilung ist ein militanter Akt, Satans Werk zu zerstören und umzukehren wieder in Gottes Ursprungsabsicht. Und ich glaube, wenn wir diese Sichtweise haben, ist Heilung nicht so etwas Optionales. Naja, ihr mit eurer Wundersucht, warum müsst ihr immer über Heilung sprechen? Sondern es geht darum, Gott zu verherrlichen, indem die Werke des Teufels zerstört werden und Gottes Ursprungsplan einer vollkommen harmonischen Schöpfung wieder zum Sieg zu verhelfen. Hinter Krankheit stecken in ganz, ganz vielen Fällen böse Geister, böse dämonische Geister. Eine teuflische Intelligenz, die wirksam ist, den Körper zu zerstören. Und das erzeugt dann Krebs oder Diabetes, Multiple Sklerose und viele andere Krankheiten und Gebrechen. Also jede Krankheit hat direkt oder indirekt mit dämonischer Aktivität zu tun. Und Jesus hat die Kranken geheilt und er hat die von Dämonen gequälten auf dieselbe Weise befreit. Dasselbe Wort für heilen und für befreien wird von Jesus gebraucht. In Matthäus 4,24 heißt es, sein Ruf ging durch ganz Syrien und sie brachten zu ihm alle Kranken und die belastet waren mit verschiedenen Krankheiten und Qualen. Und auch die, die Dämonen besessen waren, Epileptiker und Gelähmte, und er heilte sie alle. Also, egal ob Menschen von Dämonen geplagt waren oder indirekt durch Dämonen mit Krankheit behaftet waren, Jesus hat ihnen geholfen. Schauen wir mal an, auf welche Art und Weise Gott seinen Willen, uns zu heilen, offenbart. Das erste ist, Heilung ist Gottes Natur. Gesundheit und Heilung, es gehören zum Wesen Gottes. 2. Mose 15, 26. Und er sprach, wenn du eifrig auf die Stimme des Herrn deines Gottes achtest und tust, was in seinen Augen recht ist, wenn du dein Ohr seinen Geboten neigst und all seine Satzungen befolgst, werde ich keine der Krankheiten auf dich legen, die ich den Ägyptern geschickt habe, denn ich bin der Herr, der dich heilt. Hier ist der Name Yahweh Rofecha, der Herr, der dich heilt. Da steckt dieses Wort Rapha drin, vom Stamm her. Und dieses Wort bedeutet heilen. Und Rofecha, der dich heilt. Und das ist sein Name. Ich bin der Herr, der dich heilt. Das ist nicht etwas, was er tut, wenn er nichts Besseres zu tun hat, so als Zeitvertreib, sondern das ist sein Wesen. Das ist sein Name. Das ist eines der Bundesnamen Gottes.
Er zeigt, ich bin, Luther übersetzt, ich bin der Herr, dein Arzt. Das ist sein Wesen. Und das ist eine Wirklichkeit, eine Realität, die an den Ich-Bin-Namen geheftet ist. Ich bin Yahweh Raphlofecha. Ich bin der Herr, dein Arzt. Und ich bin ist, was Gott zutiefst ausmacht. Das ist sein höchster, tiefster Name. Ich bin. Und ich bin bedeutet, er erscheint immer im Jetzt-Moment. Es bedeutet, jetzt gerade bin ich der Herr, der dich heilt. Und ich werde nicht aufhören, dich zu heilen. Halleluja. Amen. Die Voraussetzung hier ist natürlich, wenn du eifrig auf die Stimme des Herrn, deines Gottes hörst. Das heißt also nicht einfach nur, es gibt ja Hören und Zuhören. Oder es gibt Hören und Horchen. Also ich kann mich erinnern, dass Kinder manchmal gesagt haben, ich horche mir noch das Hörspiel an, ja, ich horche es mir noch an. Das ist aufmerksam zuhören. Und der Herr möchte, dass wir zuhorchen, nicht bloß hören. Hast du es gehört? Ja, schon was gehört. Horchen, hinhören, aufmerken. Höre mit beiden Ohren. Höre mit offenem Herzen. Höre mit der Absicht, es zu tun. Weißt du, es gibt Menschen, die hören mit dem rechten Ohr Gott und mit dem linken Ohr hören sie auf den Teufel. Mit dem ersten Ohr hören sie, okay, das will ich tun, im zweiten, ob das alles so stimmt. Und dann sind sie verwirrt und in sich gespalten. Was sollten wir mit beiden Ohren hören? Wir sollten die Stereo hören. Ich bin der Herr, der dich heilt. Höre auf meine Satzungen, befolge es. Okay. Das übrigens hat der Herr noch gesagt vor dem Sinai-Bund. Also das war noch nicht, das war noch das, was er bisher damals gesagt hat. Ja. Das zweite ist, dass der Wille Gottes sich offenbart durch Jesus Christus. Wir haben gehört, erstens, Gottes Wille zu heilen offenbart sich in seinem Wesen. Gottes Wille zu heilen offenbart sich in Jesus Christus. Es steht in Apostelgeschichte 10, 38, wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit dem Heiligen Geist und mit Kraft, wie er umherging und Gutes tat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Was sehen wir bezeichnend, herausstechend im Dienst von Jesus Christus, dem Sohn Gottes? Wir sehen, dass Gott mit ihm war, dass Gott sein Wesen ausdrückte, indem er Menschen heilte. Wir lesen in der Schrift nirgendwo, dass Jesus irgendjemanden abgewiesen hat, der zu ihm kam und geheilt werden wollte. Er hat zu niemandem gesagt, tut mir leid, Heilung ist nicht immer der Wille Gottes. Krankheit könnte auch der Wille Gottes sein, für dich ist Krankheit der Wille Gottes. Hat er nicht ein einziges Mal gesagt, das ist sehr bedeutsam. Er sagte auch nie, wie es im Esoterischen gesagt wird, es gibt einen tieferen Grund, den müssen wir erstmal herausspüren und wir müssen herausfinden, welche Lebensumstände dich krank gemacht haben. Jesus spielte nicht Psychoanalytiker. Jesus hat dann nicht in der Tiefe irgendwie rumdiagnostiziert. Nein, er hat auch nicht gesagt, diese Krankheit ist wirklich schwer, die kann keiner heilen, die ist nun mal unheilbar. Er hat das alles nicht gesagt. Er sagte, sei geheilt. Er hat jeden geheilt, der zu ihm kam. Drittens, also wir haben gesehen, erstens, es ist Gottes Wesen zu heilen. Gottes Wesen zeigte sich im Leben und Dienst von Jesus von Nazareth. Und drittens, der göttliche Wille zu heilen wurde offenbart am Kreuz von Jesus, am vollbrachten Werk am Kreuz. Also es wird immer noch deutlicher. Jesus hat die Grundlage gelegt, damit Heilung geschehen kann, auch heute noch, im geistlichen Bereich. Er hat nämlich für all unsere Rebellion, die Krankheit einlädt, bezahlt. Er hat für all unsere Sünden die Strafe auf sich genommen. Er hat für alle Flüche die Fluch auf sich genommen und hat uns den Segen zur Verfügung gestellt. Und darum in seinen Streben ist uns Heilung geworden. Es gibt keine Grundlage mehr, für uns krank zu sein. Das muss man wirklich als Offenbarung einsinken lassen. Es gibt einfach keine legale, rechtliche Grundlage mehr, dass wir krank sein. Krankheit ist in meinem Körper illegal. Krankheit ist eine Zumutung, ist ein Unding. Sein Erlösungswerk beinhaltet die Bereiche emotionale Heilung, körperliche Heilung und auch geistliche Heilung, körperliche Heilung und auch die emotionale Heilung, die eben auch wichtig ist, im ganzen psychiatrischen Bereich. Was alles ist genau am Kreuz geschehen? Jesus wurde bestraft, damit uns vergeben wird.
Jesus wurde verletzt, dass wir geheilt werden können. Jesus nahm unsere Sünde und das Böse von uns, damit wir gerecht werden mit seiner Gerechtigkeit. Jesus starb, damit wir Leben haben können. Jesus wurde ein Fluch, damit wir den Segen bekommen. Jesus nahm die Armut von uns, damit wir seinen Überfluss und sein Wohlergehen haben können. Jesus nahm unsere Scham und Schande auf sich, damit wir seine Ehre bekommen. Jesus hat unsere Ablehnung auf sich genommen, damit wir für immer angenommen sein können. Einfach wunderbar. Und viertens, der Wille Gottes ist es, dass wir das Wort Gottes haben heute. Weißt du, wenn wir das alles nicht hätten, wenn wir nur wüssten, dass es Gottes Wesen ist zu heilen, dass Jesus von Nacht geheilt hat, dass Jesus die Werk am Kreuz vollbracht hätte, wäre das schon genug. Aber als viertes lesen wir heute wunderbar übersetzt und überliefert in der Bibel, im geschriebenen Wort, dass er Heilung möchte. Es steht in Sprüche 4, Vers 20 bis 22, mein Sohn, achte auf meine Worte, neige dein Ohr meinem Sprechen, lass dies nicht von deinen Augen weichen, halte es in der Mitte deines Herzens, denn diese Worte, sie sind Leben für die, die sie finden, und Heilung für all ihr Fleisch. Ich glaube, das Fleisch ist der Körper und die Worte Gottes sind Gottes Medizin, sie sind Heilung. Amen. Also, wir lesen in der Bibel die ganze Bibel hindurch, von 1. Mose, alle Bücher der Bibel hindurch, bis zur Offenbarung, dass die Blätter zur Heilung der Nationen. Heilung ist das Thema der ganzen Bibel. Es ist Gottes Wille zu heilen. Und wenn wir das Wort Gottes lesen, wertschätzen, gehorchen, es im Herzen bewahren, dann greift die Medizin, wie man dreimal täglich eine Medizin einnimmt, so nehmen wir das Wort Gottes zu uns und die Medizin des Wortes bringt Heilung unserem ganzen Fleisch. Es gibt viele, die krank waren und die haben angefangen, Botschaften, Predigten über Heilung zu hören. Zum Beispiel ein Heilungsdiener, den ich sehr achte, der zum Herrn gegangen ist vor kurzem, ist Billy Smith. Und seine Gesundheit, ein Geschenk Gottes, ist wunderbar mit den Heilungsbibelstellen oder auch alles, was er sonst über Heilung lehrt. Wenn Menschen sowas hören und wieder hören, sogar als sie im Krankenhaus waren oder sogar im Schlaf seine Heilungsschriften abgespielt haben und auch als sie ihre Heilung im Glauben bekannt haben, haben sie Heilung erfahren. Das Wort Gottes wurde für sie in ihrer Offenheit, in ihrer Wertschätzung zur Medizin. Das Gleiche kann mit dir passieren. Das Gleiche kann mit der Familie passieren, mit Freunden oder in der Gemeinde. Sinne über das Wort Gottes, über Heilungsbibelstellen nach. Bekenne sie und glaube sie. Das Wort Gottes sollte etwas sein, ein Lebenselixier. Das muss etwas sein, was nicht ab und an mal zu uns kommt, sondern das uns täglich beschäftigt. Und dann wirst du ein Zeugnis von der Kraft Gottes. Und was war der Grund, warum Jesus kam? Jesus kam, so heißt es in 1. Johannes 3, 8, dazu ist der Sohn Gottes erschienen. Wozu? Um die Werke des Teufels zu zerstören. Und Heilung ist ein Zerstören der Werke des Teufels. In Heilung wirkt der Heilige Geist. Weißt du, das Leben ursprünglich kam von Gottes Geist, ganz am Anfang der Schöpfung. Als der göttliche Atem in den menschlichen Körper hineinkam, wurde alles lebendig. Keiner kennt unseren Körper besser als Gott. Es ist logisch, dass die göttliche Heilung wir nicht von Menschen, von Ärzten, die im Labor irgendwas rumdoktern und zusammenmischen, empfangen in erster Linie, sondern dass wir die Heilung empfangen von dem, der unseren Körper erschaffen hat und am besten kennt. Wir sollten Gottes Medizin, Gottes Wort mehr vertrauen als menschlicher Medizin. Amen. Gott will unseren ganzen Körper abgesondert und heilig für ihn bewahren und möchte seine Stärke und Kraft darreichen, wenn wir krank sind. Und das erleben wir auch in dem Bibelvers Römer 8, 11. Wenn der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eurem todbezogenen oder sterblichen Leiben Leben geben durch seinen Geist, der in euch wohnt. Er wird uns Leben darreichen, sein göttliches Leben. Und sein göttliches Leben ist immer gut. Der Heilige Geist, der uns lebt, hat die gleiche Kraft heute noch. Derselbe Heilige Geist mit derselben Kraft
wie er damals Jesus von den Toten auferweckt hat. Er ist heute in dir, um dir Leben zu geben. Wow, einfach so schön. Die Auferstehungskraft ist wirksam in dir, in deinem Körper. Ja, wir haben keinen unsterblichen Leib. Unser Leib ist sterblich. Unser Leib ist noch dem Tod und dem Verfall ausgesetzt. Aber was wir in unserem sterblichen Leib haben, ist ein unsterbliches Leben. Das göttliche Leben im Geist Gottes. Und solange der Heilige Geist in unserem Körper wohnt, werden wir immer die Kraft haben, genügend Kraft haben, gegen jede Krankheit aufzustehen. Und das haben wir, bis uns Gott zu sich beruft. Das ist die Vorsorge und die Versorgung, die Gott getroffen hat zu unseren Gunsten. Die göttliche Heilung und göttliche Gesundheit werden von Gott für uns gewünscht, dass wir sie anwenden, damit das Auferstehungsleben und die Kraft, die jede Form von Tod überwindet, in unserem sterblichen Fleisch wirksam werde. Wir haben göttliches Leben, wir haben sogar Auferstehungsleben in unserem sterblichen Körper. Nochmal, wir haben zwar keinen unsterblichen Leib, aber wir haben genug unsterbliches Leben in unserem sterblichen Leib, um geheilt zu werden, um uns gesund zu erhalten. Denn noch besser ist es natürlich, wenn wir gar nicht erst krank werden, sondern wenn wir gesund bleiben. Der Herr möchte, dass wir deinem gesunden Körper vorangehen und Gott dienen. Ich möchte nochmal auch sagen, 3. Johannes 1, Vers 2, ein Vers über Wohlstand, Wohlergehen und Gesundheit, denn beides geht auch zusammen. Wenn man krank ist, muss man viel Geld ausgeben für Medikamente, dann geht es einem nicht so gut. Aber wenn man gesund ist, dann geht es einem auch gut. Dann hat man auch Geld über. Dann kann man Gottes Reich fördern, Menschen Gutes tun und auch sich selber erstmal gut gehen lassen. Geliebte, ich bete, dass du Wohlergehen hast in allen Dingen und gesund bist, wie es deiner Seele wohlgeht. Und das zeigt auch im Neuen Testament, ja, in allen Dingen soll es uns wohlergehen, wir sollen gesund sein, wie es unserer Seele wohlergeht. Das ist einfach etwas, was der Herr schätzt. Amen. Amen.